So, liebe Leute, Rennwochenende Nummer 7 und damit herzlich willkommen zurück in Belgien, in Spa-Francorchamps. Da wollen wir natürlich heute hin und ja, schauen wir mal, vierter zu Rennwochenende, 7, 8, 9 und 10 noch, dann haben wir es fast geschafft. So, ja, wir sind jetzt eine Saisonpause, wie auch immer. Kurz mal in die F&D gehen. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Machen wir das doch. Und dann gehen wir mal rein Richtung Saisonpause beginnen bis 24. August, klar. So, das Getriebe. Strategiefähigkeit erhöht. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Und dann gehen wir ins Rennwochenende. Oh, ja, natürlich, Getriebe können wir auch ersetzen. Dann nehmen wir es so raus. So, geht jetzt gleich los hier mit dem nächsten Grand Prix. Zumindest mal den freien Trainings an diesem Freitag. Dauert natürlich gerade einen kleinen Moment, bis der hier alles geladen hat. Jetzt. Aha, nur Regen im Training 3. Sehr gut. Kein Regen. Kein Regentraining. Regen, Quali und Regenrennen. Ah, doch, ein bisschen. Okay, dann ist das halt so. Dann haben wir da noch das Ding rein. Und gehen rein. Jetzt erst der freie Training hier in Belgien. Nächste Woche in Italien, dann Russland und Brasilien, dann haben wir es geschafft. So, da sind wir schon zum ersten freien Training. Auf jeder Weg auf die Rouge, zumindest von der Stadt Zielgeraden. So, mal gucken, wie es läuft. Oder wie es überhaupt. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Mal gerade rein, Belgien. Hab ich irgendwo. Müssen wir doch mal ein Setup für Belgien haben. Guck mal, sagen, da ist er. Ist es doch. Gut, let's go. Push the car just yet. The track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So. So, dann gucken wir mal, aber auch hier, wie in Ungarn, uns den Sieg hier sichern können, den Sieg mitnehmen können. Oder ob wir hier tatsächlich wieder Punkte Vorsprung einbüßen. Ich glaube, momentan liegt der Vorsprung bei 25 Punkten. Auf den Lewis Hamilton. Der im letzten Rennen sogar nur Dritter geworden ist. Wurde da von Max Verstappen abgefangen. Ja, Belgien wird nicht einfach werden, definitiv nicht. Die Strecke erfordert natürlich eine große Konzentration, gerade wenn es Richtung Rouge geht und mit etwas über 7 Kilometern ist sie auch die längste überhaupt im Rennen. Deswegen werden natürlich einige weniger Runden gefahren und zwar insgesamt nur 11 im Rennen am Sonntag. Aber das macht sich unspannend. So, dann geht's ja gleich jetzt Richtung. Aber wir sind noch zu früh. Ich wollte gerade sagen, es wäre schon ziemlich früh gewesen. Was haben wir denn hier überhaupt? Wo meckert denn hier schon wieder?
Yes. Oh, okay. Naja, schauen wir mal. Und jetzt geht's um die Busstop. Die ist nicht ganz unwichtig, wenn man die trifft. Und dann geht's auf die gezeitete Runde, Kurve 1, wo auch immer sehr gerne schwere Unfälle passieren. 2012 natürlich. Ausgelöst von Romain Grosjean. Und dann geht's hier die Eau Rouge runter. Nicht runter, natürlich hoch. Und dann hoffen wir mal, dass ich dieses Rennwochenende so erfolgreich wie möglich mitnehme. Wir werden wir eh nicht fahren. Zwei, drei Runden. Aber hier ist ein bisschen leichter zu beholen als zum Beispiel auch in Ungarn. Jetzt, wenn wir relativ hinten starten, könnten wir tatsächlich ein bisschen was mitnehmen. Aber müssen wir mal gucken. Weil ich glaube, das ES, das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Weil das auch schon über 60% hat. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, da sind wir schon wieder fast am Ende der Runde mit der Busstop jetzt. Und dann nehmen wir die Runde mal mit und dann gehen wir mal als 1,47,3 auf Medium. Und auch hier in Belgien haben wir schon durchaus mal gerne mal einen Sieg verloren. Ich glaube in den beiden MyTeam-Karrieren, also in der Saison 1 und Saison 2, kam hier das Safety Car raus. So kann man den Sieg nicht mitnehmen. So, Sergio Perez, der wird jetzt die mal eben kassiert von uns, weil er natürlich auf der Outlap ist und wir sind auf der schnellen Runde. Zweiter ist momentan Yannick Kwiat, der diesen Platz auch schon im Rennen hatte, als Vettel hier gewann und wir, glaube ich, noch Dritter oder Vierter geworden sind. Auch, wie gesagt, bedingt durch das Safety Car. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Dieses Rennen. Ich hoffe natürlich, dass wir hier einen Sieg mitnehmen. Das wäre wichtig. Und dann hätten wir noch drei Rennen. Nächste Woche die Highspeed-Strecke in Italien und dann geht es weiter nach Brasilien zum Finale. In Russland haben wir das, oder? Brasilien an der Finale, ja. Jetzt haben wir ein bisschen was verloren. Und die Runde ist schon durch. Durch diese Streckenbegrenzung, die wir überschritten haben, brauchen wir gar nicht hier sonst zu sitzen. Also. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Upsie. Das war natürlich nicht so geplant. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Da habe ich ein bisschen im kurzen Tritt gerade gewesen. Wir sind jetzt in die Box, weil Sprit ist, glaube ich, so viel nicht mehr da.
0,3 Runden, da kannst du ein bisschen rausnehmen. So, dann kommen wir mal direkt in die Box. Jetzt ist hier das Benzin, jetzt ist eh wurscht. Das heißt, ab in die Box, dann können wir die Dings tauschen und machen wir das erste Freitraining schon zu Ende. Oh, ich dachte, das wäre zu schnell gewesen. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, da gucke ich mal gerade wegen dem. Wahrscheinlich werden wir uns trotzdem eine Strafe holen müssen. Oder geht's nicht? Triebwerk, Getriebe, doch. Ja, müssen wir. Das heißt, wir müssen uns eine neue Strafe holen, aber es wollen wir, dass das Auto kaputt geht. Wir sind hier jetzt durch schon. Der Abstand ist relativ deutlich, also die Ansage Sitz passt auf jeden Fall erstmal. Das leider mussten wir jetzt ein bisschen ändern. Hamilton ist eine Sekunde dran an uns mit Harz. Wie gesagt, in Ungarn war es kein komplett perfektes Wochenende, es fehlt halt das zweite Training. Aber hier machen wir jetzt mal die Ansagen und führen in Belgien auf jeden Fall auf Medium. Und dabei war die Runde noch nicht mal gut. Da wäre wahrscheinlich viel mehr gegangen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Hamilton und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. So fangen wir auf jeden Fall schon mal an. Bin ich auch zufrieden mit. Also mit der Platzierung am Ende. So, geht dann sofort weiter mit dem zweiten freien Training hier aus Spa-Francorchamps. So, zweiter freie Training jetzt an hier aus Belgien und ja, das erste war gut. Das zweite hoffentlich wird genauso gut. Fakt ist, dass wir keine Pole holen werden, weil wir ja die Strafe durch den Energiespeicherwechsel bekommen. Aber es ist tragisch.
So, Belgien ist ja durchaus möglich zu überholen. Fahren wir mal raus auf die Strecke. Wenn wir mal ein bisschen mal einen Vergleich haben, was die Softreifen sind oder was die Softreifen bringen können. Zehn Plätze, also Minimum Platz 11. Aha. Naja. Dann können wir mal gucken, was wir von ganz hinten bekommen oder von weit hinten. Das Mittelfeld. Aber wieder, der Energiespeicher muss ja sein, der war ja schon immer 65% oder 65%. Wenn der hier hochgeht im Rennen oder die Leistung absinkt, haben wir ein Problem. Also, du könntest es ja tatsächlich erlauben, aber ich denke, Punkte sollten von 11 durchaus möglich sein. Aber, mal schauen. Einfach mal schauen, mal schauen. Natürlich will ich das Rennen gewinnen, klar. Aber danach haben wir ja noch Italien, dann Russland und Finale Furioso Brasilien. Dann etwas durch, aber wir wollen natürlich den Schritt machen. Also können wir tatsächlich auch im Rennen dann mit dem Medium starten und dann auf Soft wechseln. Vielleicht packen wir da was. Das ist ganz klar. Und dann vielleicht ein bisschen Glück im Safety Car haben. Wir sind ja auch nur 11 Runden, ne? So, dann geht's jetzt Richtung Bastok zurück und da... Ja. Da... Und ein böser Abflug. Da habe ich das Auto einfach verloren. Das sollte mir... Ja, das ist es halt. Du bist nur am Einstellen gerade. Du bist am Kontrollieren. Aber das funktioniert und dann ist diese Unkonzentriertheit. Und mit der Geschwindigkeit kann das ja... Kann das ja quasi tödlich werden, oder? Im Unfall halt einen, so wie wir es jetzt zweimal hatten. Naja. Da machen wir was halt. Guck mal. Na gut, mit einem guten Schwung durch die Rouge hoch. Nur der Vergleich mit dem Medium waren wir bei 27,3. Und der Rest Hamilton mit 28,2 auf den Harz. Ja, da haben wir keine Vergleichszeiten, was das betrifft, was die Medium gegenüber den Soft sind, aber wir müssen halt was anderes machen, um einen Vorteil zu haben. Sonst kann man da hinten nicht raus. Wir wollen ja so viele Punkte wie möglich holen. Aber Richtung Podium stehen können oder wie viele Punkte holen können. Da steht ein Stern. Es wird jedenfalls trocken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Das hätte ich den Wechsel nicht gemacht. Immer musste er nämlich kommen. Dann schauen wir mal. So, wieder ein bisschen konzentrieren jetzt gerade, weil jetzt geht es in Richtung diesem schnellen Linksknick, wo wir jetzt schon zweimal ziemlich böse abgeflogen sind. Haben wir diesmal getroffen. Dann rennen sie einen Busstop. Bei ca. 120 Meter vielleicht vom Ziel vor der Kurve. Der andere Punkt. Und dann so schnell möglich wieder ausbeschleunigen. Und dann ist es momentan eine 45,5. Und deswegen habe ich ja gesagt, die Medium am Start von Platz 11 kommt. Und dann versuchen wir übrigens so nach vorne zu kommen. Und damit den Zoff zurückschlagen. Ja, gut durch die Rouge. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Sind ja auch gleich schon durch mit dem dritten.
dritten freien Training, im zweiten freien Training, Entschuldigung. Jetzt schleicht da ein McLaren rum. Ah, zieht da ein bisschen dran, das wäre gar nicht mal so unwichtig. Um uns weiter die freie Bahn zu möglichen, obwohl wir langsamer sind, ne? Im ersten Sektor haben wir auf jeden Fall verloren, wisst ihr? There's only one lap of fuel remaining. Sind wir auf 2 auf Medium. Box this lap, please. Box this lap. Bisschen zu weit rausgekommen. Nochmal 45,4, es wird nochmal eine Vergleichszeit. Da haben wir nochmal ein bisschen was rausgeholt. Fahrer hinter mir. Norris is behind you. Their best lap time is a 147.1. Der Abstand ist, scheint relativ groß zu sein, aber was wird dann mit dem Rennen sein? Aber das zu halten können, das Niveau, durchs das Qualify und das Rennen durch. Also in erster Linie natürlich das Rennen. Ich weiß, dass hinter mir noch ein Auto ist, das heißt, ich werde den jetzt natürlich ziehen lassen. Lenz 12 ist es gewesen. Der ist nämlich auf einer schnellen und das heißt, wir brechen der hier ab. Ich bin ja nicht mehr auf der schnellen. Und dann muss ich ihm nicht unnötig im Weg stehen. Ja, damit steht die große Frage für den Grand Prix am Sonntag an. Wie weit können wir Lewis Hamilton oder wie weit können wir den Schaden minimieren? Weil Lewis halt wieder wahrscheinlich vorne stehen wird. Und wie weit wird der Abstand verkleinert? Okay, 25 für den Pünktchen. Punkte. Ich nehme die Runde natürlich noch mit. So, wir gehen mal, hüpfen wir mal rüber zurück in die Garage. Und damit sind wir auch mit dem zweiten freien Training durch. Also momentan sind wir klar das schnellste Auto im Feld. Aber, ne, es ist immerhin nur noch, in Anführungszeichen, nur der Freitag. Es kann natürlich noch sehr viel passieren hier. So, nächste Training wird dann vermutlich ein bisschen im Regen da stattfinden. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Norris und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau so ist es. So, und den Rest, den verfolgen wir dann. So, nach und nach. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall noch das dritte freie Training vor der Nase. Und dann geht's Richtung Qualifying und Rennen.
Jo, da sind wir schon wieder im Abschnitt Nummer 3. Oder Training Nummer 3. Gehen wir mal wieder raus auf die Strecke. Die Frage ist, wie viel kriegen wir Fahrbetrieb? Wie viel Fahrbetrieb kriegen wir? Bleibt das komplett über trocken, nass oder wird das irgendwie mal heute nachher nochmal ein bisschen trocken? Plus 15. Plus 20. Das Gefühl wird wahrscheinlich darauf hinweisen. Es wird nicht trocken. Ab 30 wird es trocken. Ja, wenn ich ehrlich bin, komm, wir brechen das dritte freie Training einfach ab, weil es wird eh nicht trocken. Dann haben wir halt keine Zeit. Who cares? Beobachte das natürlich da unten noch. Aber ich vermute, dass es nicht trocken wird. Ja, doch, es wird doch noch ein bisschen. Sagt er mir gerade. Da fahren wir doch nochmal. Dann fahren wir doch nochmal ein bisschen Fahrbetrieb. Bis zum Ende des Trainings. Klar, wir sind letzter, weil noch keine Runden gefahren sind. Ich glaube, die Vergleichszeit, ich denke mal, wenn das so eine schlechte 2 Minuten zu fahren, dann dürfen wir sogar noch nach vorne springen. So, dann gehen wir mal raus. Zeigen wir den Jungs noch mal ein bisschen, was wir können. 8 Minuten haben wir noch. Ich vermute, dass das Training soll noch bis zum Ende sehen, aber. Geil. Naja, mal schauen. Was alle anderen noch machen. So, apropos Max Verstappen, jetzt glaube ich die erste Zeit von der Aufstoff 1:50.0. Wobei ich glaube nicht, dass das Soft ist, dass das nämlich Medium sein dürfte. Oder hart sogar. Weil wenn wir überlegen, wir fahren 45er Zeiten auf Soft, der fährt 5 Sekunden langsamer. Naja, kann aber auch Winterwetter sein. Mal schauen, wir werden es sehen. Nachdem wie unsere Zeit am Ende ausfällt. Also die klar stehen wir jetzt gerade am Ende des Feldes. Ist, wie gesagt, wir fahren noch keine Zeit. Es ist jetzt die erste so geteilt, gleich erst die geteilte Runde. Und nur kleiner Hinweis noch, 10 Plätze kriegen wir auf alle Fälle bezüglich des Wechsels vom Energiespeicher, der mir aber mittlerweile bei über 60% ist. So, mal gucken, was jetzt für gleich Vergleichszeit ist auf den schnellen Softs. Ja, ein paar Autos sind raus. McLaren, glaube ich. Ich meine, ich hätte eine Lücke bei McLaren gesehen. Und mit Polar, ich soll eine Albon 48,8. Naja, also was noch. Gehen wir gleich die Vergleichszeit im ersten Sektor. Und dann weiß ich, wie schnell wir sind. Bestzeit Sektor 1, über 3 Sekunden schneller als Albon. Ja, die fahren alle mit der Medium oder Hard. Oder trainieren noch weiter auf den Inters, aber das macht keinen Sinn. Was ist das denn? 47,2.
Ja, ich denke, wir sollten nicht, Junge. Die Abstände sind schon ziemlich krass hoch. Ja, wie gesagt, müssen wir unsere Runde natürlich auch erstmal sauber zu Ende bringen, ne? Ans Ziel bringen. Wir haben jetzt noch etwas über 5 Minuten. Sektor 2 ebenfalls schnell mit 11,9 Vorsprung. Das ist uns aber nicht auf die Verstappen-Zeit, sondern auf die Zeit vor uns von Latifi. Aber der hat die auf jeden Fall gesetzt. Dementsprechend natürlich kein Vergleich. So, einmal ist Busstop. Jetzt hoffentlich sauber die Busstop erwischen. Kein Quersteher. Und dann wissen wir mal, was Sache ist. Und jetzt mal die schnellste Runde. Also, momentan führen da vor sind wir, vor Verstappen, Albon und eine Überraschung Magnussen. Mit der 1.45.1 sind wir schneller als im zweiten freien Training. Da waren wir bei 45.7 oder so, glaube ich. Wenn ich die Zeit noch so ein bisschen im Kopf habe. Ich glaube, 4 Minuten noch. Falls du schon mal auf Mager bis Benzin sparen, also die Strecke frisst Benzin. Also wie auf einigen anderen Strecken komplett durchzupushen ist nicht möglich. Also mein Ziel ist es halt hier so gut wie möglich abzuschneiden. Punkte so viele wie möglich mitzunehmen, von Platz 11 startend. Ich denke mal, der Sieg wird schwierig werden. Aber mal schauen. Ist ja alles möglich. So schnell wie wir momentan drauf sind oder gut drauf sind, gerade was die Trainingszeiten betrifft. Wir haben jetzt Stand jetzt alle drei Trainings gewonnen. Da sollte man aufpassen, solche Situationen. Sollte man vermeiden, dass wir nicht das Auto da verlieren. Aber wie gesagt, bevor es dann ins Rennen geht, haben wir morgen nochmal 20 Minuten Qualifying vor uns. Ich fahre natürlich jetzt in die Box, 3 Minuten nochmal, also 3 Minuten, ja. There's only one lap of fuel remaining. Ich fahre die Runde natürlich jetzt noch eben zu Ende. Aber wir haben sogar, ne, ihr seht gerade, wir haben sogar nochmal ein bisschen besser geholt. Ich kann ja nochmal was pushen, ich hab ja noch ein bisschen Kapazitäten. Weil ich will die Strecke einfach gerade ein bisschen schneller. Ja. Also, führen im Moment, wie gesagt, vor Verstappen, Albon und Magnussen. Alles andere hat noch keine Zeit gesetzt, damit jetzt momentan noch 5. Aber ich hoffe, dass wir irgendwie das aus dem kriegen. Jetzt müssen wir die Strecke durch. Wir haben noch eine Minute. Minute 50 noch. Also, eine Runde würde noch hinpassen danach. Kann man auf Mager stellen. Die Runde ist eh durch. Und es sieht momentan nach dem dritten Trainingserfolg hintereinander aus. Hier legen. Also drei. Erste, zweite, dritte Training gewonnen. Zu gewinnen, das wäre cool. Aber. Von einem guten Training hat sich bis jetzt noch niemand was kaufen lassen. Wichtig ist, dass es morgen passt. Selbst dann eigentlich nicht. Eigentlich nur der Sonntag. Weil das Qualifying, wenn ich da jetzt die Pole hole, ist das eigentlich nur für die Statistik, weil wir werden 10 Plätze kriegen. Also Minimum von Platz 11 starten. Ich werde auf jeden Fall die Zeit auf Medium setzen.
Weil es kann ja auch passieren, dass alle anderen, die dann hinter uns sind, ebenfalls den Plätzen bekommen und schon stehen wir auch immer wieder in den Top 10 und würden auf Rot starten. Aber mein Ziel ist es, so weit wie möglich auf Medium zu bleiben und wirklich im äußersten Notfall auf den Soft rauszumarschen müssen. Weil wir halt, ja, gutes Ergebnis haben. Also 26 Sekunden haben wir noch. Ich weiß, dass die Runde noch zu Ende, wie gesagt. Dann hätten wir es gepackt. 10 Sekunden noch. So, jetzt gibt es in Richtung 3 Sekunden, 2, 1. Und dann haben wir es. Trainingszeit ist beendet. Dritte freie Training ist durch. Der Freitag ist erfolgreich abgeschlossen. Und am Samstag, wie gesagt, leider im Regen. Also das heißt, Samstag im Regen. Ich war ja auch hier durch und weg Regen angesagt, aber es ist dann am Ende dort trocken geworden und es reicht dann am Ende, um den Sieg zu holen. Zumindest wahrscheinlich, weil dann kommt noch ein Auto. Ich lasse den mal gerade vorbei. Jetzt von der Albon. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf der Diallinie penne da und irgendwie einen Unfall verursache und noch weitere Strafplätze bekomme. Aber wie gesagt, 10 sind schon schlimm genug. Aber sie sind zumindest gerechtfertigt, weil es war, ist halt ein Bauteilwechsel, ein zusätzliches, was war eigentlich, was nötig war. Jetzt war mir das Auto komplett verreckt. Können wir es ja irgendwie machen. So. Also, haben wir es geschafft, liebe Leute. Sieg im freien Training. Nummer 3 auch. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Verstappen und Alexander Albon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. So, und dann haben wir es Qualifying erfolgreich und mit positiver Stimmung überstanden. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Ja, das eigentlich. Ist ja beides irgendwo richtig. Haben Sie Hoffnung, dass sich das Wetter vor dem Qualifying noch bessert? So, genau das auch. Aber ich denke mal, es sollte passen. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? So, machen wir mal ein bisschen was Positives über die Jungs von Alpha Tauri. Das muss man auch mal ein bisschen nach der Sonne erkennen. Zumindest das, was sie in dieser Saison abliefern. So. Ja, und dann haben wir es, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir machen mal Feierabend gleich. Und dann geht's mit dem Training. Mit dem Qualifikationstraining dann weiter. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr dann wieder einschalten würdet hier zu F1 2020, nicht mehr allzu lange. Dann haben wir es bald geschafft, den 20er Teil abgeschlossen. Und dann geht's mit dem 21er Teil dann endlich weiter. So, dauert natürlich nur einen kleinen Moment jetzt, weil wieder irgendwas wieder sich zurechtladen möchte. Wohl. Ja. Genau. Und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns vom Qualifying wieder morgen um 14 Uhr, ne? Bis dann. Tschüss.